Danke, ihr Lieben. Eure zahlreichen Glückwünsche sind bei mir angekommen zu meinem 24-jährigen Geburtstag. Dankeschön. Ihr seht mich mal heute aus einer anderen Perspektive. Hier sitze ich, wenn ich euch die Videos präsentiere, wenn ich die Videos schneide, wenn ich euch Informationen recherchieren muss. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen, dass ihr uns so unterstützt, dass Jessica und ich quasi so auch von einer Werder-Fangemeinde so angenommen werden, dass wir jeden Tag immer größer werden. Herzlichen Dank für alles. Wir kommen jetzt in das nächste Thema hart rein. Das ist jetzt einmal, Werder ist vor allem Albert Gronnbeck sehr weit dran mit den Verhandlungen. Angeblich schrecken Werder auch die 12 Millionen nicht ab, die gefordert sind. Werder möchte da einen wirklichen Königstransfer machen. Wir haben dazu mal ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich euch an dieser Stelle. Da seht ihr einmal die Vorstellung des Spielers und warum der wirklich vielleicht der nächste Diego werden könnte und warum der eigentlich von ganz Europa heiß gejagt wird. Er könnte zum Beispiel im zentralen Mittelfeld spielen oder so eine ja, offensiv-zentrale Mittelfeldposition, die da quasi neu geschaffen werden müsste. Das nennt sich ZOM, wo Werder richtig Geld in die Hand nehmen möchte und richtig einen guten Mann fürs Mittelfeld verpflichten würde. Wie seht ihr das? Wenn ihr euch das nochmal das andere Video damit anguckt, wo wir die Vorstellung gemacht haben, wollt ihr 12 Millionen für diesen Spieler investieren? Der kann sein, dass er, wenn der einmal einschlägt bei uns, nächstes Jahr vielleicht 20, 30 Mille wert ist. Problemlos. Die Türken sollen angeblich dran sein, sollen aber laut X-Informationen abgeblitzt sein. Der möchte wohl unbedingt nach Werder. Wenn das passen sollte, kommt der. Das sind finale Verhandlungen, die jetzt laufen. Denkt ihr, das Risiko bei Werder ist groß oder klein? Lasst mir das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und wir schreiben einfach beim nächsten Video wieder. Und ja, seht's mir nach. Am Wochenende haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also, nochmal herzlichen Dank für die 24 und für die tollen Glückwünsche. Bleibt uns treu und gewogen. Wir sehen uns beim nächsten Video.